Sie ist was sehr viel krank. Heiliger Geist, wir müssen uns ganz kurz korrigieren. Der Neo ist der Herr Jesus Christus alleine. In ihm ist zwar die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, aber er repräsentiert allein den Herrn Jesus Christus. Naja, sorry, wenn ich das widerspreche. In den Kommentaren schreiben Christen ganz anderes Zeug, aber ich will gar nicht darauf hinaus, sonst wird das Thema ganz anders. Was schreiben die denn? Naja, nicht das, was du gerade gesagt hast. Die schreiben, dass der Morpheus der Vater ist. Und du sagst ja, was wir anderes. Reden von Neo, wir reden von Neo, wir reden von Neo. Neo ist der Herr Jesus Christus. Und wo ist dann die Trinität, wenn Morpheus der Vater ist? Und wer ist der Dritte dann? Ja, Morpheus ist nicht der Vater. Wie gesagt, ich sag doch, in Kommentaren werden mehrere Nein, Sachen geschrieben. Nein, guck dir die, euch mal. Ich sag doch, wird erstmal selbst unter euch einig, aber ich will auch nicht darüber reden, das war auch nicht das Thema. Ich will auch gar kein neues Thema aufmachen. Du musst dir vorstellen, es geht darum, dass vor allem die Doku bzw. der Vortrag von Reza ist selbsterklärend, der wird es nochmal detaillierter erklären. Aber du hast gerade gefragt, wer Neo ist. Und Neo ist der Jesus Christus und nicht der Vater und nicht der Heilige Geist. Darum geht's. Ja, aber du hast noch was anderes gesagt. Bruder Jay, war das, glaube ich, mein Fehler. Dann war das, glaube ich, habe ich das falsch gehört. Guck mal, Jungs, guck mal, ihr könnt euch selbst unter euch nicht einigen, also lassen wir das Thema. Das Thema ist immer noch der Antichrist, ja. Machen wir bitte kein neues Thema auf. Zurück zur originale Frage, die ich hatte. Was die Bibel sagt. Und der Host sagte, dass die Bibel bezüglich den Antichristen eigentlich gar nichts sagt. Oder sehr wenig. Den Antichristen, das war die, das ist immer noch die Frage und nichts anderes. Was ist denn deine Frage zum Antichristen? Was die Bibel sagt bezüglich den Antichristen. Dass er sich eines Tages im Tempel Gottes niedersetzen wird, die Welt regieren wird. Ja, Anbetung findet. Ja, was noch? In seiner 7 Jahre Residentschaft. In den 3,5 Jahren wird er erstmal sehr viele Menschen auf sich ziehen. In den letzten 3,5 Jahren wird er mit seiner Kraft, die er vom Teufel bekommt und von dem Propheten, der ihn bekündet, es wird ein Geistlicher sein, ja, gut. Die Welt regieren das wird ist und ja, verderben wird. Ja, ich kenne das und das Gleiche ist auch im Islam drin. Was heißt, im Islam regiert er auch nur 7 Jahre. Im Islam regiert er ein bisschen kürzer. Setzt er Dajjal sich in den Tempel Gottes? Ja. Okay, er ist raus. Keine Ahnung. Also, im Islam zum Beispiel, weil der Host, ich weiß nicht, anscheinend ist er nicht mehr da, keine Ahnung. Wir wissen zum Beispiel, wie er aussieht im Islam. Wir wissen zum Beispiel, weil er zeigte ja das eine Auge. Da ging die Frage los. Woher hat er das? Wo in Bibel wird gesagt, dass der Antichrist ein Auge hat? Ja. Ja? Schau mal, Habibi. Schau mal. Der Dajjal ist nicht... Wer redet gerade? Ja. Ich. Der Dajjal ist nicht... Wer ist ich? Jay, ganz oben der. Ja, okay, gut. Der Dajjal hat nichts mit dem Antichristen zu tun, der in der Bibel prophezeit wird. Denn erstens. Nein, warte, bevor du weiterredest. Die Frage, ich weiß nicht, vielleicht hast du sie nicht gehört oder nicht verstanden. Mhm. Die Frage lautet nicht, wie Dajjal im Islam aussieht. Ich weiß, wie der im Islam aussieht. Ich bin Moslem. Die Frage lautet, wie sieht der laut Bibel aus? Wann kommt der? Wie kommt er mit dieser ein Auge und verbindet das mit den Antichristen? Das ist immer noch die Frage. Wie Dajjal aussieht, weiß ich. Genau, laut Islam. Vergleich nicht. Wir reden aber hier nicht über Islam. Wir reden hier gerade, die Frage lautet immer noch aus der Bibel. Wie kommt diese ein Auge in Verbindung mit den Antichristen? Das eine Auge ist per se
erstmal ein Kult, der darauf hinweist, dass durch Kain und Abel das Geschlecht Kains. Nein, nein, hier gibt es kein per se, hör mal auf zu philosophieren. Nicht per se, hör mir mal zu. Hör mir mal zu. Du schaust mir nicht so respektlos. Er gibt dir doch gerade eine Antwort. Ich gebe dir eine Antwort. Ja, aber er hat schon per se gesagt, das heißt, er philosophiert. Der philosophiert. Ich will eine Antwort. Ja, du willst eine okay, Antwort. Okay, was heißt dann per se? Entweder du hörst ja, okay, zu, ich höre oder, zu. Oder deine Frage ist gut. Sinnlos. Und sehr offensichtlich, und du willst gar nichts hier lernen oder verstehen. Ne? Entweder man stellt eine Frage, man hört zu, oder die Frage geht ins Nichts. Gut, ich höre zu. Erzähl, was die Bibel sagt. So, die Bibel sagt, die eine Augegeste beinhaltet erstmal, dass es ein Zeichen, ein Kult ist, das grundsätzlich den Antichristen, den Geist Gottes angreift. Warum? Die eine Augegeste ist das allsehende Auge, was damals schon in den Geschichten der alten Antike gezeigt wird. Ja, das Horus-Auge beispielsweise, das weit über die Pyramide hinaus wirkt. Das heißt, dieses eine Auge ist das erleuchtende Auge. Und der Leuchtbringer ist laut Bibel Luzifer, der Lichtbringer. So, das ist mal die Parallele, warum das eine Auge so wichtig ist in Bezug des Antichristen. So, wenn wir jetzt also gucken, wer der Antichrist ist, ist es im Gegensatz zum Islam nicht ein Fabelwesen, sondern ein rechter Mensch. Ja, er wird jetzt nicht anders aussehen als du oder ich, sondern er wird ganz normal, als ganz normaler Mensch, sich in den Tempel Gottes setzen. Er wird von einem Propheten, dieser Prophet ist ein Geistlicher, man kann jetzt vermuten, dass viele Ausleger sagen so, dass es der Papst sein wird, der diesen bekündet und zeigt, wow, zeigt mal, schaut mal, er tat und kann tatsächlich Wunder vollbringen. Er wird große Wunder vollbringen, er wird, so wie es gezeigt wird, auch Wunder vollbringen, wie gesagt, also sich heilen durch eine Wunde, er wird eine Wunde von sich tragen, wird nicht spezifischer erklärt, wo er die Wunde tragen wird, aber er wird sie heilen können und das mit der Kraft des Teufels. So, und daran merkt man schon wieder die Trinität, die böse Seite, sag ich mal, immer wieder nachahmen möchte. Denn Luzifer, der Satan, wollte ja immer dem Allerhöchsten gleich sein. So, und dem Allerhöchsten gleich sein will also ihm immer wieder genau zeigen, ich. Und da der dreieinige Gott in der Bibel in sich in drei Menschen, in drei Personen offenbart, so will er natürlich auch diese Trinität auf der Erde haben. Der Prophet, der ihn bezeugt, der Antichrist selbst, der den Herrn repräsentiert quasi, und der Teufel, der den Vater repräsentieren soll, der aber im Hintergrund agiert. So, dann werden die ersten 3,5 Jahre, in dem er quasi prophezeit wird und sagt, ach schau mal, wird er die ersten 3,5 Jahre die ganze Menschheit verführen, ja, insofern, dass die Menschen sehen, wow, er ist wirklich der Messias. Die Juden werden drauf reinfallen und die Hälfte der Menschheit wird drauf reinfallen, wenn nicht sogar die ganze Menschheit. Und in diesen 3,5 Jahren wird ein Frieden herrschen, den er aufbaut. Ja, die Residenzschaft des Antichristen herrscht für 7 Jahre. Die ersten 3,5 Jahre, wie gesagt, Frieden, und dann ab dem dritten, 3,5 Jahr, sagt man das so, also nach 3,5 Jahren, fängt die letzte Phase seiner Regierung an. Und in dieser wird er zum Krieg aufrufen. Zum Krieg derer, die alle gegen sind, A, und B, einen weltweiten Krieg, in dem 3/4 der Menschheit getötet wird. Wenn wir es rechnen, da sind 8 Milliarden heute, sind 3/4 wie viel? 3,5 Milliarden circa werden sich, werden diesen Krieg mit dem Leben bezahlen müssen. Bruder, und nach ganz diesen, kurz, Bruder, ganz kurz, 3/4 ja. sind 6 Milliarden. 3/4 sind sogar, sind sogar 6 3, Milliarden, 3, danke. Ich war Mathe halt nicht der Beste. Das heißt, 6 Milliarden werden ihr Leben, wenn wir Stand heute nehmen, ja. Es wird auch nicht so lange dauern. Es werden wahrscheinlich diese 8 Milliarden bleiben ungefähr. Und nach diesen wird der Jesus Christus kommen und ihn erstmal besiegen. So. Und dann gibt es ein 1000-jähriges Reich, das erstmal der Herr Jesus Christus selbst diese Welt regiert. Und nach diesen 1000 Jahren wird er in den Feuersee geschmissen, das heißt endgültig besiegt für die ganze Welt. Es wird einen letzten Krieg sozusagen geben gegen den Herrn Jesus Christus selbst, mit den ganzen Schergen, die der Teufel immer noch
mit sich hat und die natürlich die Gottlosen, die den Herrn nicht akzeptieren wollen. Und dann wird diese Erde und dieser Himmel vergehen und er wird eine neue und eine neue Erde und einen neuen Himmel gründen. Das ist jetzt auf kurz und knapp gesagt, wie der Antichrist prophezeit wird, wie er regieren wird und wie er besiegt werden wird. Ja. Bist du fertig? Das ist die Vorstellung der Bibel, wie der Antichrist ist. Ich hoffe, du gut, guck mal, jetzt hast du fast 3 Minuten geredet und du hast nicht meine Frage beantwortet. Also nochmal, vielleicht hörst du zu und philosophierst nicht. Ja, nee. Die Frage lautet immer noch, warte mal, Regenwald, warte mal, er hat vorhin geredet, 3 Minuten hast du geredet, du hast aber nicht meine Frage beantwortet, du hast alles beantwortet, wo du wohnst und wie du heißt. Das habe ich dich nicht gefragt. Ich habe dich nur gefragt, wie verbindest du dieses Auge mit den Antichristen per se. Und dann fängst du an zu erzählen, wie lange er lebt und was er macht. Das war überhaupt nicht die Frage. Und wie lange er waltet, habe ich das gefragt. Ich habe gefragt, wie verbindest du diese eine Auge aus der Bibel mit den Antichristen? Und du antwortest mir ganz andere Sachen. Nein, das hat er dir beantwortet. Er hat dir gesagt, dieses Auge... Nein, wo hat er mir das beantwortet? Wo in der Bibel steht, dass der... Ja, okay, erzähl du jetzt auch noch 2, 3 Minuten. Pass auf, nein, ich zähle keine 2 Minuten. Du willst genau das hören in der Bibel, dass da steht, der Satan hat ein Auge, richtig? Das willst du sagen, das willst du wissen. Nicht der Satan, nicht der Satan. Guck mal, du musst doch schon mal zuhören. Entschuldigung, der Antichrist. Ich hab mich versprochen, der Antichrist. Der Antichrist. Richtig? Dass er nur ein Auge hat. Ja, natürlich, ja. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich bin noch am Bibel studieren. Das wird auch nicht am Bibel ersichtlich. Warum willst du das, warum ist das wichtig für dich? Ja, weil der Host das mit dem Bibeltum zusammen verbringt. Und meine Frage ist, wie kommt er da drauf? In der Bibel wird nichts davon erwähnt. Es ist ein Zeichen der Scherben. Jay, wie heißt nochmal dieser Einäugige? Das war doch Saharia, oder ich weiß es jetzt nicht, dieses, wo der ein Auge hat, dieser Antichrist. Welchen meinst du, Bruder? Was? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe lange nicht mehr richtig. Ich lese ja eigentlich zurzeit viel im Neuen Testament. Mhm. Ich muss nochmal nachschauen, Bruder. Ja, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, dann nehme ich das zurück. Ne? Also ich will hier keine falschen Aussagen machen. Alles gut. Wir lernen alle dazu. Also wie gesagt, zu dem. Ich weiß gar nicht, wer spricht. Kalissi? Nee, das kann ja nicht sein. Janni. Janni, du bist es, ne? Ja, ich habe aber gerade nicht gesprochen. Jan, nee, ich wollte jetzt mein Wort zu dir richten. Ja. Schau mal, ja, na klar, kannst du. Das eine Auge ist nicht ein Zeichen, was in der Bibel so beschrieben wird, dass es genau darauf zurückgreift. Es ist ein Kult, in dem es gibt Symbole. Ja, Coca-Cola hat ein Symbol, McDonald's hat ein Symbol. Guck mal, bevor du weiterredest, da bin ich ganz bei dir. Jede Sache hat seine Symbole, da bin ich ganz bei dir. Genau. Und das Symbol des einen Auge zeigt die Schergen des Teufels, der ihnen die Macht verspricht hier auf Erden. Das heißt, jeder zum Beispiel, nicht nur das eine Auge, sondern auch die Schweigegeste. Guck mal hier, ich bin doch bei dir. Also diese Sachen sind auch, Mund zu halten, habe ich dem Horst auch gesagt, ich bin bei dir, diese Sachen. Ja. Die Frage lautet, jetzt, wie du das mit der Bibel verbindest. Die Zahl des Antichristen, ja, ist ja die 666, richtig? Ja, die Bibel, ja. Ist so. Okay, aber was hat das immer noch mit einem Auge zu tun? Das kannst du nicht verbinden, weil das eine ein ewiges Zeichen ist. Ja, das ist ja die Frage. Das brauchst du nicht verbinden, weil das Zeichen, was die Menschen als Auge zeigen, Schergen, also der Nachfolger des Teufels, ja, die sind ja hier auf Erden und zeigen sich untereinander mit dem Symbol, ich bin eingeweiht. Ja, das wissen wir. So, das heißt jetzt nicht, dass die Bibel irgendwie sagt, der Antichrist wird kommen mit dem einen Auge. Nein, der Antichrist wird kommen mit das Malzeichen des Tieres und der Name des Tieres wird die Zahl haben, und zwar die 666. So, warum? Ja, das kenne ich, habe ich gelesen. Die 6? Die 6 ist die nicht, also die Zahl in der Bibel der Vollkommenheit ist 7. Okay? 7 ist immer so das Vollkommene. 7 Tage, die Erde vollständig, da. So 7 ist immer vollkommen. Was ist unter der 7? Die 6. Die Zahl des Christen, des Christus, Jesus, ist die 8. Das heißt, er ist vollkommener als das Vollkommene.
Und da der Teufel aber nicht mal an das Vollkommene rankommt, ist es die 6. Und warum dreimal die 6? Weil es da auch wieder schon die Dreieinigkeit repräsentiert. 6, 6, 6. Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles unter ihm. So, und dieses ist ein Zeichen, was wir erkennen werden. Denn dieses zeigt er laut Bibel oft, alles andere für Philosophie mit dem einen Auge, weil es nicht in der Bibel ersichtlich wird. Wir sehen es nur heute, hier und jetzt in der Moderne. Das heißt, das Zeichen aber, das Malzeichen des Tieres, das ist die 666, durch eine Implantation unter der Haut, ein Kredit, ein Perso, alles, was du brauchst, das wird aber der Antichrist. Ja, das ist doch alles schön und gut. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ich, wie gesagt, aber letztendlich kannst du die Frage auch nicht beantworten oder sonst einer hier im Chat. Der Christ ist. Wieso das Auge jetzt? Frage. Du stellst eine falsche Frage. Dein Narrativ ist falsch. Dein Narrativ ist falsch. Du willst also eine. Warum ist das Narrativ falsch? Weil du daraus ziehen möchtest, dass jetzt in der Bibel klipp und klar gesagt werden muss, das eine Auge repräsentiert den Satan. Und das ist aber ein falsches Narrativ. Die Frage ist lieber, was bringt. Ja, okay, jetzt muss ich erst mal erklären, warum das falsches Narrativ ist. Weil die Frage beinhalten soll, wo ist das eine Auge mit dem Teufel heute erkennbar? Und nicht, was wird das mit sich bringen? Ja, du kannst auch, ich kann auch fragen, wo. Die Frage war nicht, was mit sich bringen wird. Die Frage lautet immer noch, wieso der Host den Antichristen mit dem einen Auge verbindet. Ich sag doch, es ist ein Symbol. Ein Symbol. Aber guck mal, ich kann auch vieles mit vieles verbinden. Schau mal, du musst mal sehen, dass die Geschichte der Menschheit, ne? Seit wann gibt es Menschen? Laut was? Laut Bibel oder laut Islam oder laut Wissenschaft? Lass mal die Wissenschaft raus, das wissen wir weiter, dass sie gefaked ist. Laut das Wort Gottes. Ich habe eine Frage, das Zeichen kommt daher. Seit wann gibt es die Erde? Circa. Keine Ahnung, was die Bibel sagt. Also laut Bibel ungefähr, von heute aus gesehen, 6000 Jahre. Circa. Das ist 5 oder das die ist... Die Erde oder die Menschen? Die Menschheit. Beziehungsweise der Fall der Sünde ist vor 6000 Jahren geschehen. Sagen wir ungefähr 6000 Jahre. Wenn wir heute sehen... Aber warte mal ganz kurz. 2000 Jahre alt ist ja nur Jesus. Wir sind jetzt bei... Und davor nochmal 4000 zurück sind 6000 Jahre. Und nochmal 2000 zurück, nochmal 4000 zurück sind eigentlich der Moses. Ja, genau. Ja, das ist doch ungefähr. Aber bei Moses fängt ja nicht die Welt an. Nein, der Sündenfall per se, dass die Welt... Nein, verstehst du, was ich sage? Wenn du sagst 6000 Jahre... Deswegen sage ich auch, nagel mich fest, es kann 5000 sein, es kann aber auch 7000 sein. Nehmen wir die 7000. Es müssen weit mehr sein. Damit es zufrieden ist. Guck mal, welches Jahr haben wir gerade? Im Jahr 2000. Das 2023, richtig? Ja. So alt ist Christus, oder fängt dieses Kalender ungefähr an, plus minus. Mhm. Aber eigentlich, nochmal 4000 zurück, da kommt Moses. Und da sind schon ungefähr, weit mehr als 6000. Ungefähr. Dann stimmt 6000 ja gar nicht. Vor ungefähr. 6000, vor Moses lass kommt ja noch Abraham. Ja, lass es 7000 von mir aus sein. Die Menschen sind nicht da. Sind ja, ich sag nur, wenn es 6000 sind, dann passt das nicht Jahre mal an. Geworden, ne? Guck mal, du machst das aus laut einem Bibel, Erbsenzählen. Du machst das Erbsenzählen. Dann sind wir bei 7000 Jahre von mir aus, okay? 7000. Zufriedener? Eigentlich nicht. Vor Abraham kommen noch einige. Aber okay. Wir wechseln gerade das Thema. Zeit, das habe ich mir mal ausgerechnet. Um was geht's denn? Vor Abraham kommt noch Noah. Wann ungefähr der Sündenfall war? Aber was geht's denn jetzt? Wann ungefähr der Sündenfall war? Es geht eigentlich um das eine Auge. Eigentlich schon. Also der Sündenfall, das habe ich mir einmal ausgerechnet mit den Altern von den Leuten von der damaligen Zeit. Also ich weiß, ich habe mir ausgerechnet, dass es ungefähr bis zur Sintflut, also wo die Welt begonnen hat, bis zur Sintflut, waren das von den Leuten ausgerechnet her von ihrem Alter, waren das etwa 8000 Jahre. So dann habe ich mich um 1000 Jahre verschätzt, ist doch egal, es geht eigentlich nur um das Augensymbolik. Wir wissen, dass so dieser Zeit... wie heißt nochmal der ägyptische Gott mit diesem einen Auge da? Ich weiß jetzt nicht, ich habe den Namen. Danke schön. So, darum will ich hinaus. Warte, ich wollte nur was sagen.
Die Maya damals hatten genau das gleiche gehabt mit Schlange und ein Auge. Ja, Bruder, genau. Mach du mal. Darum ja genau. Wann ist der Sündenfall entstanden? Ungefähr wie der Bruder, und das, da gehe ich per se mit. Also es ist, wie gesagt, ich habe gesagt 6.000 plus minus 1.000, wären wir bei 7. Wir gehen jetzt auf 8.000 zurück. Das heißt, ab da müssen wir schauen, ab da war ja der Fürst der Welt schon am Regieren. Das heißt, der Satan, der Antichrist. Der Satan. Das heißt, dort ist der Mensch schon verführt worden. Alles, was dort passiert, müssen wir also mal schauen. Jetzt schauen wir in die Geschichte, wie der Bruder Maya gerade gesagt hat, die Mayas. Es gab zu dieser Zeit, nach dem Sündenfall, gab es Riesen. Okay? Ja, es gab Riesen. Was gab es? Riesen. Okay. Ja, okay. Genau. Und diese Riesen waren... Nephilims. Halb Mensch, halb Gott. Also halb Engelgott. So diese... Genau. Missgeburten. Ja? So. Ja. Diese haben sich aber auch mit den Menschen vermehrt. Okay? Also sie haben sich... frag mich nicht wie. Es ist so. Und diese wurden zu Zeiten der damaligen Zeit natürlich viel, viel größer als der normale Mensch. Ergo, sie haben sich als Gottheiten repräsentiert. Wenn du jetzt damals mal vorstellst, oder heute, müssen wir einfach heute nur vorstellen, jemand kommt mit 3-4 Meter vor mir und sagt, ich bin der Gott der Sonne. Ja, würdest du heute natürlich sagen, schwierig, aber zur damaligen Zeit hast du nichts anderes, und er zeigt, wie gesagt, durch seine Körpergröße, durch seine Statur einfach, dass er etwas anderes ist als du. Und somit. Aber Herr Jay, darf ich noch was sagen dazu, ganz kurz? Ja. Plus diese Zeichen und Wunder, diese Wesen tun konnten, weil sie hatten ja auch diese. Genau, dadurch haben dann die Völker gesehen, oh, das sind nicht normale Menschen, das müssen Götter sein. Tatsächlich haben die nur gewisse Macht auch gehabt. Die Bibel sagt uns auch, dass es die Helden der Vorzeit waren, ne? Genau, Bruder. Ja. Das heißt, wir sehen also da, ja, kurz nach dem Sündenfall, dass diese Erde halt auch nicht nur von ganz normalen Menschen besetzt worden ist, sondern auch von diesen Missgeburten. Jetzt sehen wir, egal in welcher Kultur, vor allem um Ägypten herum, weil dort ja die Wiege der Menschheit ist. Du musst dir vorstellen, Babel damals, nach dem zu Zeiten Noahs, wo das erste Gericht gehalten worden ist, ja, ist ungefähr im heutigen Babylon, Irak, so, ne, heutig, so ungefähr so, Mittelmeerraum. Und von da aus ist es ja viel näher, als wenn wir irgendwo nach Südafrika gehen. Das heißt, die Kulturen sind da natürlich viel schneller aufgegangen als irgendwo anders auf der Welt. Wenn wir also sehen, der Sündenfall hat dazu geführt, dass es Gottheiten gibt, die von Menschen verehrt werden, dann sehen wir in den Hieroglyphen tatsächlich ganz genau Zeichen, die auf größere Menschen aufweisen, plus auf Menschen, die auf etwas hinweisen. Und die zeigen auf etwas. Und zwar immer auf das Licht. Du musst dir vorstellen, die Pyramide damals ist ja der Palast oder beziehungsweise der Thron dieser Pharaonen, dieser Götter gewesen. Aber jetzt gibt's jemanden über dieser Pyramide. Und das ist das eine Auge. Warum ist es über? Weil auch diese Götter, vermeintlichen Götter, ja, diese Gottheiten, also diese Götzen, ja auch einen Führer haben. Und das ist dieser Teufel. Darum ist diese Pyramide oder dieses eine Auge über der Pyramide. Warte, wie jetzt der Teufel? Zeichen, der Antichrist oder der Teufel? Der Teufel, denn der... dass der Teufel ein Auge hat? Guck mal, ich rede gegen eine Wand, glaube ich, ne? Ich habe zugehört. Okay, was hast du denn bis jetzt verstanden? Aber du hast gerade gesagt... Ich war noch nicht... Was hast du bis jetzt verstanden? Also du hast bis jetzt noch nicht geantwortet. Was habe ich bis jetzt gesagt? Das eine Auge... Wie alt die Welt ist, dass die Menschen riesig waren. Guck mal, ich möchte es dir anders erklären. Haben. Lass es mich anders erklären, bitte. Und dass die Wiege der Menschheit nicht in Afrika war, sondern in... Warte mal ganz kurz. Damit ich seine Frage beantworte, guck mal, wenn du redest, ich höre wirklich zu, ja? Ich unterbreche dich nicht, weil ich gerade lustig bin. Ist auch respektvoll. Ist respektvoll. Ich höre dir schon zu, aber ich will es nicht sagen. Du antwortest nicht auf meine Frage. Ich habe dich jetzt nur gefragt, weil du gesagt hast, das ist der Teufel. Wir reden hier über Antichristen, und deswegen habe ich gefragt, wie jetzt auf einmal hat der Teufel jetzt ein Auge oder was? Der Teufel setzt auch den Antichristen ein. Wenn diese Gottheiten die Pyramide symbolisieren, das heißt hier auf Erden diese Gottheit ist, haben die jemanden, zu dem die beten. Und das ist über die Pyramide dieses eine Auge. Und dieses eine Auge repräsentiert also diesen Lichtbringer, den Luzifer. Der Antichrist
ist ein Werkzeug des Teufels. Verstehst du? Okay, gut. Der eingesetzt wird für seine Machenschaften, um die meisten Menschen nochmal zu verführen. Jo, weil die einzige Aufgabe, ist bei uns ähnlich. Die einzige Aufgabe des Teufels hier auf Erden ist, die versuchen so stark zu machen, dass wir die wahrhaftige Schönheit und Gottheit in unserem Herrn Jesus Christus verweigern, nicht erkennen oder gar bespucken, wegschmeißen. Ja, wie gesagt, das ist die laut Islam ist das ziemlich ähnlich. Nur da das ist auch die Kopie der Bibel. Klar ist das sehr ähnlich. Wie auch immer, du kannst es ja nennen, wie das ist, ist ja kein Problem. Darum geht es aber immer noch nicht. Das ist ja ein anderes Thema. Fakt ist, dass die Bibel das nicht beantworten kann oder ihr könnt das nicht beantworten. Eins von beides. Der mit seinem einen Auge und Antichristen, das ist unfassbar. Naja, Shalom, Gottes reichlichen Segen. Wieso denn? Wenn ich dich frage, eine eindeutige Frage, ich kann schon darauf antworten oder Islam kann schon darauf antworten. Aber du willst, du testest wieder irgendwelche Fantasien, dass du einen Beweis brauchst, dass das eine Auge mit dem Teufel im Einklang ist, anstatt einfach zu sehen, Nein. Doch, du brauchst einen Vers oder du brauchst irgendetwas, was sagt, ach guck mal, der Teufel kommt jetzt mit einem Auge und darum ist es genau das, dass die Bibel das Recht hat. Die Sache ist halt auch diese, das wollte ich vorher erklären, lieber Bruder, das wollte ich noch sagen, ne? Wir brauchen ja eigentlich keinen biblischen Beweis, dass das Auge vom Bösen ist, weil wir wissen ja anhand der Bibel, dass alle Götzen und alle, die Götzen verehren, dass das vom Satan ausgeht. Und wir sehen schon bei den Mayas im alten Ägypten, dass die Leute die Pyramiden und die Augen verehrt haben, also das Auge verehrt haben, bei dem Osiris beispielsweise. Das heißt, ein Bibelvers dazu wäre nicht nötig, weil wir das anhand der Welt schon erkennen können. Das ist ganz einfach. Wir sehen, wir wissen, dass jede Art von Götzendienst vom Satan ist und sehen dem her auch, dass das vom Bösen ist. Ganz einfach. Gut. Wenn das nicht nötig ist, ja, so wie du sagst und wie auch jetzt der andere sagt, der andere Kollege hier, JS, wenn das nicht nötig ist, warum macht dann Host einen Stream davon, dass der Antichrist das und das angeblich ist, wenn das nicht notwendig ist? Wir müssen erstmal unterscheiden, dass wer der Antichrist ist. Jani, wir müssen erstmal unterscheiden, ja, zwischen. Ja. Dem Antichristen und Antichristen. Jeder kann ein Antichrist sein, aber nicht jeder ist der eine Antichrist. Verstehst du? Ganz genau, der antichristliche Geist ist schon da. Wir reden aber nur über den einen Antichristen. Genau, und der eine Antichrist, der eine Antichrist wird nicht, damit deine Frage beantwortet ist, wird nicht in der Bibel symbolisiert oder erläutert, erklärt, irgendwie, keine Ahnung, symbolisiert. Ja, ich weiß, das hast du schon beantwortet. Das habe ich dir gehört. Mit einem Auge kommt. Dann hast du ja, das habe ich, wenn's ja, das habe ich gehört und ich weiß das. Ich weiß das aber auch. Ich wollte nur noch mal wissen. Jetzt aber, wenn das so ist, es wird überhaupt nicht in der Bibel so detailliert oder überhaupt sehr viel davon preisgegeben. Wie sollen dann die Christen den Antichristen dann erkennen? Da habe ich dir gerade erklärt. Ja, wir werden ja gar nicht mehr da sein, das ist das. Erstmal werden wir nicht da sein, aber ich habe dir doch gerade gesagt. Die Christen werden nicht mehr da sein? Ja, ich habe dir doch gerade, daran merkt man, du hörst vielleicht zu, aber du hörst nicht hin. Ich habe dir gesagt, er wird von einem Geistlichen, dem Propheten, wird er aufgerufen werden. Das heißt, er wird Wunder vollbringen, das habe ich dir alles erzählt. Er wird eingesetzt werden. Ja, das habe ich zugehört. Ja, die Frage war, wie werden Christen ihn erkennen? Nur weil er Wunder verbringt. Wir sind nicht mehr da. Ich habe mal eine Frage. Wann gehen denn die Christen? Eine Frage. Wie erkennt ihr den Antichristen? Ich habe mal eine Frage. Wie ist das im Islam beschrieben? Im Islam erkennen nur die. Oder bevor ich, ganz kurz, Jan, tut mir leid. Bevor ich hier gehe, du musst mal vorstellen, du siehst ja dieses eine Auge. Ne? Was zeigen die Symbolen damit? Was ist das für eine Zahl? Ja. 6. Aha. Und was ist die Zahl des Antichristen? Laut Bibel 6 oder so. 666. Genau. Das heißt, du hast dort schon wieder eine Parallele, die du ziehen kannst. Die zeigen nicht nur, dass das eine Auge verdeckt, sondern oftmals mit dieser 6. Das heißt, du musst wirklich blind sein und gar nicht wollen, anstatt zu erkennen, dass da irgendwas mit der 6 und diesem einen Auge zusammengehört. Ne? Und das ist dann halt, und dann mit der Pyramide, die eben damit zeigt, dass die Hochkulturen damals von
fragt sich ja bis heute, wie die Pyramiden gebaut werden sind. Ja, wenn man wissen, dass es damals Missgeburten gab mit größerer Kraft und größerer Macht, dann wissen wir, wie wir die geschafft haben. Und darum... Jetzt das wissen wir auch, wie die Pyramiden erschaffen sind. Aber das ist... Nochmal zurück, bevor du gehst. Wie sind denn die Pyramiden erschaffen aus einer islamischen Sicht? Die Dschinns haben die Pyramiden gebaut. Gut, waren das jetzt nur die schlechten Dschinns oder christliche Dschinns? Was? Nochmal was? Waren das die guten oder die schlechten oder christliche oder jüdische? Es gibt keine jüdische oder christliche Dschinns. Ja, entweder waren sie gut. Ja, natürlich. Das, alle Dschinns sind böse. Im Islam heißt sie, die waren gläubige Dschinns und nicht jüdische oder christliche Dschinns. Ja, was sind denn Gläubige? Erstens das. Gläubige, die sich ein Elohim, ja, damals war Suleiman, alaihi salam. Was war Suleiman alaihi salam? Also Suleiman, Salomon laut Bibel. Salomon, ja. Ja, genau. Ja. König. Was ist mit er hat die Macht bekommen, laut Islam. Suleiman alaihi salam hat einen Ring bekommen und dadurch hat er die Kraft gehabt über die Dschinns und der hat sie dann beauftragt und sie haben die Pyramiden gebaut. Aber das passt doch zeitlich gar nicht. Da sind wir anderer Ansicht. Ich sage jetzt laut Islam, ja, nicht laut Bibel, das ist ein anderes Thema. Bevor du übergehst, du sagtest, dass die Christen schon weg sind da. Was heißt das? Ja. Ja, Gott sagt Shalom zusammen. Ne? Shalom zusammen. Ich möchte ganz schnell etwas vorlesen. Zacharia 11, Vers 15. Da sprach der Herr zu mir, nimm dir wiederum Geräte, eine törichten Hirten. Denn siehe, ich lasse den Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, den Gesunden nicht versorgt, sondern das Fleisch gemästert frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt, ein Schwert komme über sein Arm und über sein rechte Augen. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechte Augen völlig auslöschen. Und hier geht um das Gericht über Israel, die untreue Hirte und der gute Hirte. Also, wer ist der gute Hirte, wissen wir, der untreue Hirte. Und die Hirten, die kommen, wissen wir auch. Und dann hier steht ganz klar, was passiert. Ich muss einmal ganz kurz den Stream neu starten, Leute. Ich komme. Nein, warte nur ganz schnell. Nein, ganz schnell. Die Welt ist so kaputt, Leute. Die Welt ist so verloren. Dass wir leben in so einer kaputten Welt. So. Joyce Meyer. So, Bruder, ich nehme dich an. Keine Sorge. So. Aber Bruder, wir können auch ein bisschen Zeugnis heute erzählen. Das wäre schön, Bruder. Ja, das wäre auch gut. Wir können ein bisschen Zeugnis erzählen. Ja. Ja, wenn jemand Interesse hat, Leute, kommt rein, dann können wir Zeugnis erzählen. Jeder kann reinkommen, Anfrage machen. Melde dich, Bruder. Ja, falls einer Interesse hat, Bruder, du kannst auch erzählen. Ich kann auch mein Zeugnis erzählen, Leute, wenn ihr wollt. Also, ich kann einfach mal erzählen. Und zwar bin ich gottlos aufgewachsen. Ohne den Herrn Jesus Christus. Und meine Eltern haben mir auch nie von den Herrn Jesus erzählt. Bruder.
Ich höre, Bruder. Meine Eltern haben mir immer vom Weihnachtsmann erzählt, so dass es den Weihnachtsmann gibt. Warte, da Christkind. mache ich doch ein anderes Christkind. Bild rein. Ich mache ein anderes Bild. Ich mache mal das Bild weg. So. Ja, meine Eltern haben mir halt ganz normal Standard der Weihnachtsmann, Nikolaus, Osterhase. Ich bin halt ohne Gott aufgewachsen, habe auch wirklich nie an Gott geglaubt. Und ich habe auch gar nicht geglaubt, dass es einen Gott wirklich gibt. So mal hin und wieder mal, ja, es kann sein, dass es einen Gott gibt, kann sein. Irgendwann bin ich dann in der Verbindung, also in Kontakt mit Dämonen gekommen. Und ich war sehr jung, wo ich in Kontakt mit Dämonen gekommen bin. Ich habe das Übernatürliche gesehen, was ich eigentlich gar nicht sehen sollte, ne? Oder? Es hat angefangen, wo ich 12 oder 13 Jahre alt ungefähr Das wird war. keiner sehen, Bruder. Es hat angefangen. Bruder, hattest du Also, das Gefühl, beobachtet zu werden? wie bitte? Hattest du das Gefühl, beobachtet zu werden? Ja, ich erzähle jetzt. Leute, bitte einmal alle den Stream teilen, liken, weil jetzt wird ein bisschen Zeugnis erzählt und das Wort Gottes gepredigt. Ja, Halleluja. auf jeden Shalom erstmal Fall. nochmal. Gottes Segen. Ja, auf jeden Gottes Fall. Segen, Bruder. Jo, Bruder jetzt. Ich bin mit 13, wie ich schon sagte, mit 13, 12 in Kontakt mit Dämonen gekommen. Das hat sich so angefühlt, ihr müsst euch vorstellen, das erste Mal, wo eine dämonische Präsenz in meinem Leben war, war mit 13, 14 Jahren ungefähr. Da hat das auf einmal im Sommer, mitten im Hochsommer, mein Zimmer war arschkalt. Ich habe mich beobachtet gefühlt. Ich habe auf einmal Panikattacken bekommen, Angstzustände, Schweißausbrüche. Es hat sich angefühlt, ob mich irgendwas von hinten berührt. Ich konnte es aber nicht sehen. Oder ob jemand mir in Ohr jemand was reinflüstert. Ich dachte, ich bin verrückt oder wahnsinnig. Oder ich bin krank. Und da habe ich schon gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Wieso ist es so kalt? Warum fühle ich mich so beobachtet? Ich fühle mich auf einmal total, ob die ganze Zeit irgendwas hinter mir steht, Bruder. Ich konnte nicht mehr aufhören, nach hinten zu gucken. So eine Angstzustände habe ich auf einmal bekommen, weißt du? Und das ging dann immer weiter und immer weiter, dass ich dann starke Albträume hatte, Leute, damals, ohne den Herrn Jesus. Ich hatte Schlafparalysen gehabt. Ich wurde gewürgt, ich sah Schattenwesen und ich habe das meinen Eltern erzählt und meine Eltern haben halt immer wieder gesagt, du guckst zu viele Horrorfilme. Und ich habe gesagt, nein, ich sehe das wirklich, ich sehe da irgendwelche Gestalten, die mich angucken nachts. Und meine Eltern haben immer wieder gesagt, du guckst, das bildest du dir nur ein, du hast Gruselfilme geguckt und dein Gehirn spielt dir einen Streich. Aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, dass Gegenstände sich bewegt haben, dass ich diese Gestalten gesehen habe, also gesehen habe. Ich selber wurde ja gewürgt von diesen Dämonen und gezogen. Türen sind bei mir auf und zugegangen. Bilder sind einfach von alleine runtergefallen. Uhren, die defekt sind, sind von alleine angegangen. Lichter sind an und ausgegangen. Fernsehen ist von alleine an und ausgegangen. Ich habe Stimmen gehört, wo niemand zu Hause war. Es war also unfassbar schrecklich. Dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Ich war spielsüchtig. Habe angefangen, ja, war ein Dieb, ein Betrüger, hatte einen Freundeskreis von nur kriminellen Leute und war sehr stark de depressiv, hatte Depressionen, ja, Drogen genommen, habe in der Welt gelebt wie jeder andere und es wurde eigentlich immer nur schlimmer mit mir, Leute, immer nur schlimmer, schlimmer und schlimmer. Ich habe mich über behinderte Menschen lustig gemacht damals. Ich habe immer nur Menschen angelogen und betrogen. Ich habe meine eigenen Eltern beklaut, Leute. Ich habe den Herrn Jesus damals, wo ich ihn nicht kannte, ihn beleidigt. Ich habe ihn verspottet. Ich habe in Suft, also wo ich besoffen war, habe ich Gott geflucht, Gott beleidigt. Und irgendwann war das so, Bruder, hörst du mich noch? Dein Internet Bruder, ich geht. höre dich, ich habe Auf jeden Fall Internet. war das so. Ich meinte zu meiner Mutter, ich kann nicht mehr. Bruder, ich höre dich, Bruder, ich habe alles Ja, ich gehört. zu meiner Mutter irgendwann, Ich habe ich alles kann gehört. einfach nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich bin am Ende, ich bin fertig, ich will einfach nicht mehr. Und irgendwann war das so, dass ich dann auch gesagt habe, ich will auch gar nicht, ich kann auch nicht mehr, ich will nicht mehr. Und irgendwie kam das dann so,
dass ich auf einmal Gott kennenlernen wollte. Ich dachte mir, ich will die Wahrheit wissen. Was ist die Wahrheit? Was ist eigentlich die absolute Wahrheit? Es kann doch nicht sein, dass wir jedes Wochenende feiern gehen, wir sind besoffen, vollgepumpt mit Drogen, machen da ein paar kriminelle Sachen. Das kann doch nicht das wahre Leben sein, nur Geld haben, Essen, Trinken. Es muss doch mehr sein als nur Essen und Trinken oder Geld. Was ist eigentlich die Wahrheit? Ja, und dann habe ich einfach wirklich nach Gott gesucht und ich habe mich entschieden, entweder lese ich die Bibel oder den Koran. Es muss ja eine Wahrheit dahinter sein. Und ich sag euch die Wahrheit, Leute, so wahr ich hier stehe, ich habe gefragt, Gott, wer bist du? Und auf einmal kam eine Predigt und ich habe mich nie für Gott interessiert. Ich habe mir diese Predigt angeschaut, Leute, und auf einmal habe ich angefangen zu weinen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute, und ich war ein sehr ekliger Mensch. Also ich war wirklich ein richtig ekliger Mensch war ich. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Gott? Wieso wurde mir das nicht beigebracht? Wer ist der Herr Jesus? Ich will den Herrn Jesus, ich will ihn kennenlernen. Wer ist das? Da habe ich angefangen, einen Bibelfilm zu gucken. Da war ich aber noch nicht bekehrt. Das hat alles angefangen. Das war wie ein laufender Prozess. Da habe ich den Bibelfilm angeguckt. Und dann habe ich gesagt, dieser Mann ist unschuldig. Also dieser Mann, der am Kreuz da gegangen ist, der ist unschuldig. Und der starb für mich am Kreuz. Und dann bin ich auf die Knie gegangen. Ich habe gesagt, Gott, komm in mein Herzen, zeig dich mir. Wenn du wirklich das wirklich wahr, dann möchte ich dich kennenlernen. Und eine Woche später, Leute, habe ich mich wirklich dann bekehrt, habe meine ganzen Sünden bereut. Ich bin auf die Knie gefallen. Ich habe über 8 Stunden geweint, Leute. Ich hatte schon Kopfschmerzen gehabt, weil ich so am Ende war. Und dann habe ich irgendwas gespürt, was irgendwas in mir hineingegangen ist. Und ich wusste, ich weiß ja, dass es der Heilige Geist ist. Ich konnte auf einmal anfangen zu lieben. Meine Mutter, müsst ihr euch mal vorstellen, die dachte sich, was ist denn mit meinem Sohn passiert? Was mit dem passiert? Ich habe angefangen, wirklich Menschen zu lieben, die mich hassen. Und ich konnte wirklich meine Feinde lieben. Und meine Kollegen und so, die dachten alle, das ist doch nicht mehr normal, der flucht nicht mehr, er nimmt keine Drogen, er redet nur noch von Gott, er redet nur noch über die Gottesschöpfung. Er sagt, guck mal, ich habe ja meine Kollegen die ganze Zeit immer wieder gesagt, hört doch auf zu fluchen. Und das macht auch ein Wiedergeborener aus. Ist jemand in Christus, so seine neue Schöpfung. Und seitdem möchte ich auch ohne den Herrn Jesus Christus nie wieder sein. Nie wieder. Und ich danke dir, dass er mich aus dieser Finsternis herausgeholt hat, dass er mich freigemacht hat von meiner Spielsucht. Ich war jedes Mal in der Spielhalle, ich war drogenabhängig, Alkohol, ja, Diebereien, Fluchen, was alltäglich ist. Und ich danke den Herrn, dass er mich davor befreit hat und aus mir einen neuen Menschen gemacht hat. Amen. So, deswegen sage ich euch, wir haben wirklich einen lebendigen Gott und dieser lebendige Gott ist wirklich real. Oder du kannst ja auch erzählen, wenn du möchtest. Ja, ich kann schon erzählen. Aber Bruder, du kannst gerne Fragen stellen über diese Dämonen, wenn du möchtest, so ja, einzeln. Genau, Bruder, ich würde das ein bisschen so drauf eingehen und dann können wir gucken, ob jemand anders vielleicht möchte und wenn keiner möchte, mache ich das dann. Ja. Pass auf, als ich ein kleiner Junge war, hatte ich auch so, wenn ich alleine im Zimmer war, ja, wenn ich alleine in meinem Zimmer war, das Gefühl, es ist immer jemand da. Was weiß ich meinen? Und der mich irgendwie beobachtet. Deswegen habe ich dich gefragt, oder? Aber da war ich so 8 oder so, weißt Bruder, bist du noch da, Bruder? Jetzt sag bloß, das geht wieder nicht. Hört man mich? Dich. Ich bin nur gerade am Mampfen. Nichts mehr gehört. Ich dachte, das stürzt wieder ab, weißt du? Was? Das stürzt heute ständig ab. Heute ist so, TikTok ist heute so schlimm. Wirklich. Ja, mach dir nichts. Erzähl einfach weiter, Bruder, Pass auf, ich hatte immer das Gefühl, dass ich beobachtet werde, weißt du? Ja. Da war ich so 8, da versteht man das noch nicht so richtig, weißt du?
Warte, ich wollte aber was, ich wollte dich was fragen, Bruder. Warte kurz. War das bei dir überall? Egal wo? Aber bei mir war das nur mein Bruder, Zimmer, wollen Bruder. dein Zeugnis hören, Bruder. Nochmal bitte, was? Sie wollen, dass du dein Zeugnis weiter erzählst. Erzähl Okay, weiter. warte, okay, pass auf. Ich erzähle mein Zeugnis, Bruder, pass auf. Also, ich bin getauft, Kommunion, Firmung, ich bin katholisch erzogen worden. Meine Eltern sind in die Kirche gegangen. Als sie dann eine italienische Gemeinde hatten, sind sie in die katholische Kirche mit italienischen Pfarrer. Waren sie, ja, nicht jeden Sonntag, aber die waren schon sonntags in der Kirche. So wie man es kennt, ich bin ein bisschen älter, also Sonntagskleidung und ab in die Kirche. Weißt du, Bruder? Ja. Und die Kirche war für mich immer so ein düsterer Ort, weißt du? Ohne Licht, Kerzen, irgendwelche Gemälden, irgendwelche, weißt du, da ist immer der Weg Christus irgendwie, weißt du, bis zur Kreuzigung ist immer so ausgestellt, weißt du? Und dann, ja, und dann, die Menschen da drin sind auch so nicht, sind nicht glücklich, die waren immer so finster, haben die geguckt, weißt du? Und Meinst du innen in der haben sie so, Kirche einfach diese in tote der Kirche, Atmosphäre? ja genau, in der Kirche, das war so einfach traurig so. Sollte Ob eigentlich dann eine anders sein, weißt Beerdigung gerade stattgefunden hat, ne? du? Ob Ja, dann eine genau so. Du Religion. meinst, du hast keinen Unterschied gemerkt, ob das jetzt eine Taufe war, eine Beerdigung, eine Hochzeit oder so. Weißt, das ist einfach, es gibt schon Unterschiede, ich möchte es nicht übertreiben, aber es war einfach, ich wollte nicht da sein. Weil die Menschen dann auch, weißt, drinnen haben sie geguckt, wer hat was ins Klingelbeutel getan oder drinnen haben sie dann so gebetet, weißt du, sonst sind sie raus und haben sie gesagt, hey, weißt du, der da drin hat von dem Text nicht gewusst oder so, weißt du, so einfach so bei Menschen, das machst du nicht, wenn du, gerade wenn du gebetet hast in der Kirche, erwarte ich, dass du rauskommst und du bist glücklich und hast den Herrn bei dir, weißt du, Bruder? Und nicht, dass du rauskommst und fängst an zu lästern. Und das hatte ich als kleiner Junge schon gemerkt, da war ich 6, 7 und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich will nicht in die Kirche. Nein, ich will nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Kinder nicht in die Kirche wollen. Bruder. Auf jeden Fall, ja, meine Eltern haben mich in Anführungszeichen gezwungen, so gewissermaßen, bin in die Kirche. Und irgendwann mal ist man älter und dann sagt man, es gehört dazu. Hab dann auch die Firmung gemacht. Und ja, und dann ist meine, gerade wo ich so Firmung, so 16, 17, ist meine Mama krank geworden. Mama hat Krebs gehabt. Und Krebs, Bruder. Oh, das ist wie so Höhen und Tiefen, weißt du, aber der Leute, ihr Mensch, könnt der auch will. gerne reinkommen und auch euer Zeugnis erzählen. Erzähl weiter, Bruder. Bruder, der Mensch, der leidet ganz arg. Der leidet nicht nur an dem Krebs, der leidet auch an der Behandlung, an die Chemotherapie. Die Chemotherapie macht dir Übelkeit, macht dir brennenden Mund, du kannst Ausschlag kriegen, du verlierst deine Haare, du wirst schwach. Bruder, meine Mama war ein anderer Mensch, weißt du. Und ja, du weißt, wie das ist. Man ist krank und dann wird man mehrgläubig, weißt du. Dann fängt man an zu beten und so, weißt du. Und dann war die dänische Gemeinde auch da. Dann haben die uns eine Madonna nach Hause gebracht, weißt du, mit so Blumen ausgeschmückt und dann haben wir so ein Zimmer gemacht. Und dann sind die ganzen Leute gekommen, haben bei uns im Haus gebetet und so, weißt du. Ja, und meine Mama ist dann gestorben, Bruder, weißt du. Nach dem ganzen Ding, was wir gemacht haben, ist die gestorben. Und da war ich schon sauer, Bruder. Da bin ich sauer. Ja, ich sag, wie ich mich gefühlt habe. Ich war sauer, ich war enttäuscht. Und habe aufgehört zu beten. Ich habe nicht mehr gebetet, Bruder. Ein paar Jahre später kriegt mein Papa Krebs. Papa auch Chemotherapie, Bruder. Der hatte eine Partnerin, weißt du, die hat ihn mal fallen lassen. Mein Papa hat den Hinterkopf einen riesen blauen Fleck gehabt und so, Bruder. Weißt du, so. Da leidet man, weißt du. Und du siehst es, dass das mit deinem Vater passiert. Du siehst, dass dein Vater die Tabletten ausspuckt und sagt, ich will nicht mehr. Weißt du, Bruder? Das willst du als Sohn oder so ein Familienmitglied gar nicht hören. Und hat die Tabletten ausgespuckt. Ich glaube, das hat dich richtig gebrochen, ne? Hey, Bruder, pass auf. Und dann, wir hatten den im Wohnzimmer, in seinem Wohnzimmer, in so einem Krankenbett. Und mein Papa hat in der Ecke gestarrt und ich sag, Papa, was machst du da? Und er so, siehst du die nicht? Ich so, wen denn, Papa? Ja, siehst du die Leute nicht da? Ich so, nee, Bruder, Papa. ich höre dich ganz leise, bitte, Bruder, du musst lauter reden. Ich höre dich wirklich ganz leise. Hört ihr ihn? Warte, ist es jetzt besser? Ja, Bruder, ist mach es mal jetzt laut. besser?
Ist jetzt besser. Pass auf, Bruder. Und mein Papa lag im Bett und hat in die Ecke hochgeschaut und hat gesagt, ey, das ist wahrlich, Bruder, wirklich. Und hat gesagt, siehst du die Leute da nicht? Ich so, welche Leute, Papa? Sagt er, die da mit mir reden, hat mein Papa gesagt, Bruder. Ja. Aber mein Papa hat gelächelt, weißt du, mein Papa war nicht aus, der hatte keine, man sieht ja, wenn jemand Angst hat oder so, weißt du, Bruder? Ja. Mein Papa war ganz friedlich in dem Moment. Ein paar Tage später dann, weißt du, sind ins Krankenhaus gekommen und so, weißt du, Leid und so. Mein Papa ist auch gestorben. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist vorbei. Bruder, glaub mir, ich habe gesagt, das ist vorbei. Wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Und es war dann so, dass ich dann wirklich weltlich geworden bin. Weißt du, Bruder? Ja. Ich gesagt habe, wenn sowas passiert, das kann nicht sein. Dann kann ich alles machen, was ich möchte. Weißt du, Bruder? Ja. Aber das habe ich mir nicht, das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Weißt du, Bruder? Weil ich habe mich dann einfach gehen lassen. Ich habe schlimme Dinge gemacht, Bruder. Ich habe jetzt keine Drogen genommen, so. Ja, man hat schon gekifft oder so, aber jetzt nicht so hart und nie gemacht. Ich habe andere Sachen gemacht, die nicht schön sind, Bruder, weißt du? Ja. Ja, und dann, das ist mir jetzt auch, Bruder, warum, das ist mir jetzt bewusst geworden, pass auf, dann hatte ich einen Arbeitsunfall im Geschäft. Habe ich einen Oberschenkelmuskelabriss gehabt, ist ein Teil aufs Bein gefallen, weißt du, und wurde operiert. Lag 12 Wochen im Bett. Ausgeheilt, weißt du, Schiene weg, Knieschmerzen, heftige Knieschmerzen, Bruder, Knie immer geschwollen, hart geworden, also 2 Knie-OPs, erst die eine, dann wieder im Bett gelegen, krank geworden, dann wieder eine Knie-OP, Bruder, pass auf, dann sagen die, ja, Anolfo, sie machen Techniker, dann habe ich gedacht, boah, jetzt geht's wieder bergauf, weißt du, Bruder, ich gedacht, jetzt, ich mache meinen Techniker, ich kriege einen neuen Job und dann ist gut wieder alles, weißt du? Ja. Während der Umschulung, Halswirbel-Bandscheibenvorfall. Konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Wieder OP und Kunststoff mit einem Kunststoff deinen Hals gekriegt. Ja, wieder angefangen zu arbeiten, über einen Ingenieursdienstleister bei Mercedes angefangen, weißt du. Ich gedacht, jetzt ist gut. Jetzt ist gut, habe ich gedacht. Und dann kam Corona. Während Corona kam, hieß es, ja, Hanolfo, also mein Chef hat dann gesagt, so, ja, wir brauchen zwar Leute, aber wir können dich nicht fest einstellen, nur einen Zeitvertrag. Das war zwar immer ein Zeitvertrag, aber die wollten eigentlich Leute einstellen, konnten sie nicht. Dachte, Junge, es kann doch nicht sein, dachte ich mir. Kriegen wir Kurzarbeit, ich lieg zu Hause auf der Couch, schlaf ein, wach auf, was habe ich? Bandscheibenvorfall, Lendenwirbelsäule. Also ich, Therapie dies jenes, am Ende operiert worden. Bruder, ich operiert, Schmerz nicht weg, Schmerz immer noch da, Bruder. Also, wieder ins Krankenhaus, wieder eine OP. Jetzt pass auf, Bruder. Bei meinen Rücken-OPs waren in meinem Zimmer Menschen, der erste hat die Bibel gelesen, hat gefragt, kann ich eine Bibel haben, bitte? Da dachte ich mir, warum will der jetzt eine Bibel haben im Krankenhaus? Und die bringen eine Bibel. Und der hat einfach aus der Bibel gelesen. Das ist ja nicht mehr normal. Hat er wirklich gesagt, kann ich eine Bibel haben? Ich, ehrlich, Bruder. Wirklich, Bruder. Das war ein Künstler, der ist bekannt sogar, dieser Künstler. Bei uns im Schwarm ist der bekannt. Das habe ich erst danach rausgekriegt, weil ich mich mit dem unterhalten habe. Der hat ein paar Skulpturen hier im Bereich von Stuttgart, weißt du? Okay. Auf jeden Fall, ja, kam ein bisschen ins Gespräch so und ja, habe ich gesagt, ja, warum liest du? Und sagt er, das beruhigt mich, hat er gesagt. Das beruhigt mich. Willst du auch? Habe ich gesagt, nein, ich will nicht, habe ich gesagt. Brauche ich nicht. Bei der zweiten OP, also bei der zweiten Rücken-OP, beim ersten Lendenwirbelbandscheibenvorfall war ein Portugiese bei mir im Zimmer. Und der Portugiese guckt mich an und sagt, Bruder, ich geh Gänsehaut jetzt, pass auf. Sag ganz kurz, ja. Er sagt zu mir, der guckt mich an und sagt, du brauchst den Herrn, du brauchst eine Bibel. Sag ich, jetzt fängt der schon wieder an, weißt du. Sag ich, nee, ich brauch das nicht. Der so, doch. Glaub mir, hat er gesagt, du brauchst es. Und ich sagte, boah, nee, mein Bruder, so, pass auf, ich lese dir, er konnte nicht richtig Deutsch, Bruder. Der hat Portugiesisch mit mir gesprochen und so Portugiesisch, Deutsch, so Italienisch und wir haben uns unterhalten können, wir haben uns verständigen können, aber wir haben alles verstanden. Es ist nicht so, dass ich einen Teil nicht verstanden habe, was er gesagt hat oder was ich gesagt habe, er nicht verstanden hat. Wir konnten richtig verständigen. Und er sagte zu mir, der hat, pass auf, warte kurz.
Sagt er, der Herr liebt dich, sagt er. Der liebt alle Menschen. Ich lese dir die Bibel vor. Sag ich, nein, lass, der so, versprich mir, dass du die Bibel lesen, was hat er gesagt. Und ich sagte, ja, werde ich machen, habe ich ihm gesagt. So, einfach so geantwortet, weil ich gedacht habe, komm, ich lasse jetzt meine Ruhe. Da kamen die Kinder rein, pass auf, kamen die Kinder von dem rein. Und der Arzt erklärt dann, dass er Krebs hat und dass er sterben wird, Bruder. Heftig. Alle weinen, Bruder, der ganz ruhig. Denke ich, was ist mit dem los? Der ist ja ganz ruhig. Bruder, das wird mir alles jetzt bewusst, ohne Witz. Denke ich, warum ist der so ruhig? Habe ich mir so gedacht, weißt du? Und er hat, ey Bruder, der war bei mir im Zimmer, der ist ganz normal eingeschlafen und am nächsten Tag aufgewacht, wie wenn nicht jemand zu ihm gesagt hat, ey, du stirbst bald. Dann habe ich ihn gefragt und hat er gesagt, ich habe keine Angst. Er hat gesagt, ich habe den Herrn gesehen, hat er gesagt zu mir. Der hat gesagt, der war am Strand und der hat eine Lichtsäule gesehen und eine Stimme, ich bin mir nicht sicher, ich meine, er hat gesagt, eine Stimme, die ihn gerufen hat und sagt, waren die Leute. Und da hat er, glaube ich, 2, 3 Menschen gerettet, Bruder. So hat er mir das erzählt. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er gesagt, und ich bin beim Herrn, hat er gesagt. Aber das habe ich alles nicht verstanden, weißt du, weil ich sowieso nichts damit zu tun hatte. Zu tun haben wollte. Ja. Pass auf, Bruder. Bei meinem dritten Bandscheibenvorfall war ich in der Reha. Und ich lerne Türken kennen. Und man unterhält sich so, weißt du. Und er sagt, ja, ich bin Moslem. Sagt aber, mein Onkel, der ist Christ. Sag ich, warum ist dein Onkel Christ? Und das ist wirklich wahr, was ich dir erzähle, Bruder. Sagt er, guck mal, mein Onkel hatte einen Autounfall, da lag er in Koma und der war klinisch tot, Bruder. Und er sagt, er ist aufgewacht und ist Christ geworden. Und der hat gesagt, der hat geträumt, also was heißt geträumt? Ich weiß nicht, ob es geträumt ist, ich kann nicht sagen, was es ist. Er hat gesagt, er hat Mohammed getroffen, hat zu ihm gesagt, ich bin nicht bereit zum Sterben, ich will noch nicht sterben. Und Mohammed hätte zu ihm gesagt, ich kann dir da nicht helfen, du musst zum Herrn Jesus laufen. Pass auf, wo du jetzt wird, ich krieg gerade so Gänsehaut, weil jetzt wird was bewusst, pass auf. Der geht zum Herrn Jesus und er sagt zu denen, ich will leben. Und der Herr Jesus gibt ihm ein Glas Wasser, Bruder. Und jetzt lebendige Wasser von der Bibel wird mir jetzt voll bewusst, pass auf. Warte kurz. Gibt ihm ein Glas Wasser und sagt, trink davon. Der trinkt es. Und in dem Moment, wo du getrunken hast, ist er vom Koma aufgewacht. Und dann, pass auf, Bruder. Ich dachte, Junge, was ist das? Ich muss mich mal mit diesem Onkel unterhalten, habe ich gedacht. Und das muss ich jetzt muss ich es auf jeden Fall, Bruder. Jetzt muss ich auf jeden Fall. Pass auf. Und dann, ja, ich mit meinen Problemen und Rücken, so, weißt du. Und dann denke ich so, ja, was mache ich jetzt? Und so. Und hab so jetzt über Corona die ganze Zeit gedacht, weil ich weiß, ich habe Drehers gemacht, also mit Maske, ohne Kontakt zu Menschen, in meinem Zimmer, kein Thermal, was, nichts, weißt, einfach beschissene Reha. Und da war ich für mich alleine. Und ich hatte einen Freund, mit dem ich eine Kampfkunstschule gehabt, und hatte richtig Beef mit dem, so dass wir uns getrennt haben. Der wollte 10.000 Euro, der wollte Geld von mir, der hat mich terrorisiert, Bruder, wirklich terrorisiert, ehrlich, Bruder, terrorisiert. Der ist letztes Jahr gestorben. Der ist in der Türkei, hat irgendeine Kur gemacht und ist dort verstorben. Die Leute rufen mich an, ey, du musst unbedingt zum Friedhof. Ich so, warum muss ich auf den Friedhof? Du musst zu der Beerdigung. Sag ich, das tut mir leid, der gestorben ist, habe nichts mit dem zu tun gehabt. Der so, nein, du musst ihm verzeihen. Da war Kurde und er hat gesagt, du musst ihm verzeihen. Wenn du den nicht verzeihst, dann kommt er nicht ins Paradies. Bruder, ich wusste gar nichts, von nichts wusste ich. Und ich sagte, komm, ich möchte nicht, dass jemand sowas passiert, weißt du, was möchte man nicht. Und dann war ich da bei der Beerdigung und dann haben die mir gesagt, wann soll ich das sagen? Ich weiß doch nicht, wann sagt er, wenn der Priester, wenn der Hodja 3-mal das sagt, dann müssen wir das sagen. Ich gebe dir ein Zeichen. Hab das gemacht und bin nach Hause. Dann habe ich ja TikTok für mich entdeckt, weißt du, Bruder, und habe da jetzt so geguckt. Dann habe ich ja erzählt, dass ich dich, warte, Bruder. Da kam ja Corona. Und während Corona, Bruder, habe ich mir überlegt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Was ist da los? Und habe mich wieder so vertieft in diese
Ja, Verschwörungstheorien, weißt du, Bruder, was eigentlich keine Verschwörungstheorien sind, aber so 9-11 und so. Und habe das so Revue passieren lassen und habe gedacht, das kann nicht sein, dass Menschen Corona einfach so steuern können. Das ist unmöglich. Ja. Das geht nicht. Und habe gesagt, da muss eine Kraft sein, eine Macht, die das lenkt. Und mir ist so bewusst geworden, dass es den Teufel gibt, oder? Ja. Und dass ich gesagt habe, das kann ich sagen. Ich habe es meiner Frau gesagt, ich habe es meinen Freunden gesagt. Und mir ist so die ganze Zeit bewusst, weil ich gedacht habe, was juckt es die reichen Leute, was wir machen? Wir sind so reich, was juckt es Dinge? Und dann kam das hier, warum machen die auch alle den Zeichen? Warum machen die Politiker alle diese Zeichen? Die Pyramiden, die Politiker machen meistens die Pyramide, Bruder. Die machen weniger Augen, die machen so Pyramide, so mit Hand oder so, weißt du, mit den zwei Fingern und so Freimaurersymbole. Die machen mehr so diese Zeichen. Und ich habe mich so für diese Sachen so voll interessiert und habe gesagt, ja, Illuminati und so. Und dann kam ich auf deinen Stream, so, weißt du, Bruder, und habe das erste Mal gedacht, boah, was für ein Verrückter. Ich sag's, wie es ist, Bruder, ich hab gesagt, das sieht aus wie ein Mönch. Und du predigst da und hab gedacht, ah, und bin weg. Ja, ein Dann kam Mönch. ich, ja, dann kam, Bruder, dann kam ich wieder drauf. Und da hattest du gerade so das Bild so mit Illuminati und so. Und da habe ich gedacht, oh, der ist mir sympathisch geworden, weißt du? Und hab da ein paar Streams von dir geguckt. Und während ich so TikTok rummach, weißt du,